bin zu dumm, deswegen Realschüler. Bruder, ich glaube, dass also dein Intelligenzquotienten mit deiner Schule nichts zu tun hat, Digga. Also nicht, wenn man nur weil man auf der Hauptschule ist, heißt ja nicht, Digga, dass du dumm bist, Bro. Du kannst auch mega schlau sein, dafür einfach nur faul und schlechte Noten schreiben oder halt auf einer Hauptschule sein oder so. Und das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, Digga, auf einer Hauptschule zu sein, Chat. Retalk. Chat, es ist sowieso, es wird bei euch höchstwahrscheinlich im Leben so sein, also ich meine, ich kann da jetzt irgendwie schwer drüber reden, weil es bei mir ein bisschen anders alles ist, aber an jeden, also mit jedem, mit dem ich bis jetzt geredet habe, der irgendwie so halbwegs erfolgreich war im Leben, Chat, der hat seinen Job, zu 90% haben die ihren Job bekommen durch Kontakte, weil der da war, dann ist er da aufgestiegen und so. Und irgendwann fragt keiner mehr nach eurem Schulabschluss, Digga. Oder nach eurem Studium oder so. Wenn ihr in der Arbeitswelt drin seid, Digga, dann ist meistens durch Kontakte oder es ergibt sich einfach, wisst ihr, ich meine? Heißt aber nicht, dass ihr nicht, also dass ihr euren Schulabschluss, dass ihr da drauf kacken sollt, Digga, das will ich damit nicht sagen. Das heißt bloß, dass sich die meisten Jobs anders ergeben, Digga. Nicht durch Schulabschlüsse oder sowas. Ja. Hast du Abi? Ich habe Abi zugemacht, ja, Chat. Auch wenn es schwer zu glauben ist, ich weiß, ich habe Abi gemacht, Chat. Was machst du jetzt? Jetzt bin ich als Vermögensberater und Business-Entrepreneur selbstständig, Chat. Anwalt war ich auch mal, ja. Modedesigner, Anwalt, Toyboy, ja. Psychologe, ja, auch. Psychologe auch, ja. Zahnarzt, ja, war ich alles, Chat, war ich alles, Digga. Stripper auch, ja. Chat, wirklich, ich find's ganz toll, wie viele verschiedene Berufe ihr kennt, Digga. Wirklich, habt ihr ganz toll gemacht, Chat. Super. Ihr wollt mir das auch einfach gerade zeigen, oder, Chat? Wie viele Berufe ihr kennt. Ihr wollt auch einfach gerade ein bisschen rumflexen vor mir. Haartransplantationsarzt. Warst du nicht mal Motovlogger? Ach, Bruder, das ist schon ganz lange her, Chat. Das ist schon ganz lange her, Digga. Oh.